Ja, erst einmal ein bisschen ein differenzierter Blick auf was ist additive Fertigung. Wir haben ja eine ganze Vielzahl von Fertigungsverfahren. Hier ein Beispiel für ein Pulverbett-Laserschmelzverfahren. Wir haben FDM, sprich Heißklebepistole am kartesischen Roboter, wenn man so will. Und diese ganze Vielzahl von Fertigungsverfahren, die muss ich im Hinblick auf meine Produktentwicklung im Hinterkopf haben. Das zu allen gemein ist, die Gestaltungsfreiheit, Komplexität ist für umsonst, aber dann ist die Frage, was mache ich denn damit? Wie mache ich aus der Komplexität einen wirklichen Mehrwert? Und da ist eben im Hinblick auf strukturmechanische Applikationen, bionisches Design, Strukturoptimierung, Topologieoptimierung, das Mittel der Wahl, um das Material an die richtige Stelle, wo es wirklich gebraucht wird, einzusetzen. Dabei kommen dann relativ organische Strukturen raus, die müssen in die CAD rübergerettet werden. Dabei sind dann neue hybridisierte Modellierungsmöglichkeiten vonnöten. Und ich muss die Fertigungsrandbedingungen, Fertigungsrestriktionen, die eben diese jeweiligen Fertigungsverfahren mit sich bringen, auch im Hinterkopf haben, dass ich zum Beispiel, wie jetzt hier im Metallpulverbett, Supportstrukturen von Winkeln, von Strukturen, die in einem Winkel über 45 Grad ungefähr im Verhältnis zur Aufbaurichtung abgebildet werden sollen, unterstützt werden müssen, die gilt es möglichst zu vermeiden, um die Nachbearbeitung, also sprich nach dem wirklichen 3D-Druckprozess, wenn man so will, auf ein Minimum zu reduzieren.